Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer 1504 und wir spielen Battlefield 1 auf der PS4 weiter. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir werden nun die Meldegänger-Kampagne hoffentlich beenden. Ich werde natürlich in der Videobeschreibung einen Link da lassen, wo ihr euch die letzten Folgen alle ansehen könnt. Und ja, wir legen jetzt los, also viel Spaß. Ich muss zum Etappenkommando. Alles klar, ihr habt's ja gehört, wir müssen zum Etappenkommando. Und ja, das ist ein Stückchen bis dorthin. Und außerdem werden wahrscheinlich die Osmanen auf uns nur raufballern, weil wir natürlich draußen unterwegs sind. Wie soll es auch anders sein? Das ist ja super. Für mich, ja, ganz ehrlich, sieht es wie eine Falle aus und wir laufen noch direkt rein. Also, das ist ja wieder mal klar. Warte, wo sind die denn alle? Ja, es sieht so aus, als ob die Osmanen das Etappenkommando erledigt hätte. Das wäre echt mies. Für alle, die es noch von keinem Meldegänger wissen, die Stellung der Entente ist verloren, Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Foster! Ach du Scheiße, wie mies ist das denn? Jetzt müssen wir natürlich zurück. Feuern auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Ob wir das noch rechtzeitig schaffen? Artillerie! Jetzt schon! Verdammt! Alter Schwede! Und es wird bestimmt nicht, oh, da kommen schon Leute. Alles klar, die haben wir. Alter, was ist denn? Boah, Alter, ist das mies. Genau das ist mies, also ganz ehrlich. Ich bin das erste Mal in der Meldegänger-Kampagne gestorben. Aber egal, was soll's. Wir werden es einfach nochmal wagen. Das Problem ist nur, ich wusste gar nicht, wo ich mich jetzt verschanzen soll. Ihr habt's ja gesehen, sie kamen wirklich aus mehreren Richtungen. Okay, wir müssen es diesmal alles ein bisschen anders handhaben. Verdammte Briten. Feuern auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Artillerie! Jetzt schon! Verdammt! Okay, also ganz ehrlich, das ist trotzdem ziemlich mies von den Briten. Verdammte Scheiße! Ey, ist das mies, die sieht man gar nicht. Und noch einer. Boah, Alter, wollt ihr mich jetzt rollen? Ich glaube, ich muss vorstürmen, ansonsten. Thank you.
Okay, wenn wir nicht vorstürmen, haben wir verloren. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist denn das jetzt? Ist klar, er sitzt hinter der Mauer, während ich hier vorne bin und ja. Alles aus. Okay, ich glaube, ich sollte mich gar nicht mit den Leuten hier befassen, sondern einfach nach vorne. Wo kommt der denn hier? Der war ja mal richtig, richtig mies. Oh, Munition brauchen wir. Wie kann man da bitte daneben schießen, Bischof? Ach, naja, wir fragen besser gar nicht nach, was da nun gerade schon wieder los war. Aber es ist voll abartig, wie viele Leute gerade vorbeigerannt sind, beziehungsweise auf uns geschossen haben. Und ich habe noch ein kleines Stück vor mir, bis zum Badehaus. Okay, hoffentlich leben die ganzen Leute noch. Sonst hätte ich das voll umsonst gemacht. Wo steckt du, Motor? Get ready! Hold the line! Whitehall, Neuigkeiten von der Etappe. Vergessen Sie es. Erst helfen Sie uns. Macht uns bereit, Männer! Ja, das war schon wieder so klar. Also, wie kann man da bitte dann hinfließen? Also, ich verstehe es persönlich nicht. Das ist geil, wenn man keine Munition mehr hat. Öffne die Waffenkiste, bitte. Wow, ich habe eine Schrotflinte. Okay, ich werde euch mal ein bisschen mit Granaten einschüchtern, ihr Schweine. Es kann einfach nicht sein, ich habe keine gute Waffe. Geil, keine Muni mehr, das ist supi. Rückzug auf ganzer Linie. Die Artillerie wird uns Deckung geben. Wir müssen hier weg, los. Gut. Ich habe Männer zur Festung geschickt. Die sind tot. Wen denn? Nur die Freiwilligen natürlich, also alle. Verdammte Kinder. Sie wissen ja, wie das ist in diesem Alter. Foster. Scheiße. Ich muss zu ihm. Los. Ich sag, ich hätte sie nicht gesehen. Nicht ihre Schuld. Doch, kann ich.
Ein Toter mehr, mit dem ich leben muss. Los, los, Sie haben nicht viel Zeit. Ein alter Falter. Ich stürme allein eine Festung. Und ich habe Foster als Idioten bezeichnet. Ja, genau so sieht's aus. Und ihr seht's ja, da hinten sind welche. Okay, da hinten ist ein Scharfschütze. Und jede Menge Leute sind hier ringsherum. Und ich soll die Festung alleine stürmen. Das Geile ist, ohne eine ordentliche Waffe, also zum Beispiel ein Scharfschützengewehr oder so, wird's echt verdammt schwer. Okay, auf der Seite ist nichts. Ja, wow, voll daneben geschossen. Zögle nicht rum, Bishop. Gehen wir. Okay. Willst du mich jetzt verarschen? Okay, also man hat es wieder mal voll übertrieben. Also ich werde getroffen. Die treffen mich wirklich perfekt. Und ich habe keine Muni mehr, Alter. Willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, ich muss sie hier reinkommen lassen. Ansonsten habe ich verloren. Ich habe nur noch einen Schuss mit dem Gewehr. Und, ja. Alter, das ist so mies. Ich muss mich gerade so konzentrieren. Das glaubt mir keiner, ey. Es ist sau unfair. Das steht fest. Okay, hoffen wir mal, damit kann ich den jetzt wegknatzen. Okay, anscheinend war der Grashalm von gerade eben sowas wie, keine Ahnung, eine Mauer oder so, weil ich gar nicht getroffen hatte. Ja, du bist alleine, mein Freund. Okay, zumindest mit der haben wir ein bisschen Munition hier. Naja, wirklich viel ist es nicht. Also ich finde es irgendwie immer total witzig, wie wenig Munition man bekommt, wenn man in Battlefield die Waffe wechselt. Sogar in den Kisten. Also, ich bitte euch. Wo ist hier der verdammte Eingang? Ja, Bishop, ich weiß es selber auch nicht. Kann ich das eigentlich einnehmen? Ne, okay.
Hätte ja sein können, aber nö. Du sollst die Waffenkiste öffnen. Okay, eine MP18. Wie viel Munition hat die denn? Okay, das ist eine relativ gute MP18. Das ist eine experimentelle. Und da oben ist der Eingang. Ich hoffe natürlich, das, was da noch lebt, ne? Was, schon wieder? Sicher, dass sie mich nicht erschießen wollen? Komm, verschwinden wir von hier. Der Laden hier stürzt jeden Moment ein. Nein, wir können nicht weg. Der Feind ist immer noch da draußen. Verletzten bremsen uns aus. Du gehst. Ich sehe hier den Rückzug. Bishop, da draußen sind Hunderte von... Ich werde so tun, als würde ich die Festung attackieren. Das lenkt sie ab. Sobald du in Sicherheit bist, feuerst du ein Leuchtsignal. Wenn ich das sehe, werde ich mich zurückziehen. Scheiße. Oh, Befehlsverweigerung? Das sind Sie doch Spezialist. Komm her. So. Wie ein echter Australier. Sieht gut aus. Danke. Auf die Beine, Jungs! Und los! Selager. Ja, ich wollte gerade sagen, ob das gut gehen wird. Wir wollen ja nur alleine. Ich mach euch fertig! Wir wollen ja nur alleine eine Festung stürmen. Oder so tun zumindest. Wow, wow, wow. Ja, die MP18 hat mir gerade das Leben gerettet. Konnte man denn den schon wieder verfehlen? Ich verstehe es nicht. Also im Battlefield ist leider die Zielgenauigkeit ein bisschen übel. Also nicht beschissen, aber übel. Wow. Voll dem Arm weggeschossen. Wow, wow, wow. Mann, das kann doch nicht sein, Alter. Von überall wirst du beschossen. Oh. Also, das ist schon leicht ärgerlich. Aber ihr habt es ja gesehen. Also, was soll ich dazu sagen? Tja, es gibt schlimmere Arten abzutöten. Ich meine, ich kann ja Bishop verstehen, er möchte nur den Jungen retten. Oder schützen, besser gesagt. Okay, das machen wir mal nicht. Ich nehm's mit euch allen auf! Sie werden bestimmt wieder wissen, wo ich bin. Alter! Also die Zielgenauigkeit ist für den Arsch. Also ein Australier nimmt es natürlich erstmal gegen das gesamte Osmanische Reich auf. Warum auch nicht. Okay, den haben wir weggeholt. Aber die Munition geht schon wieder zur Neige. Und Scharfschützen warten auch noch auf uns.
Alter, den Scharfschützen mit einem Schuss weggeholt. Wie geil ist das denn? Alter, der schießt durch die Mauer. Wow, das Leben ist gleich vorbei. Wow, wow, wow. Naja, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, den hätte ich wegholen können, verdammt, warum habe ich es nicht gemacht? Alter, das ist voll mies. Okay, die MP18 feuert ziemlich häufig, also immer drei Schüsse. Ich verstehe den Typ nicht. Sorry, Kumpel. Falls es tatsächlich türkisch sein sollte, keine Ahnung. Vielleicht hieß es damals noch osmanisch. Okay, den hatten wir. Okay, inzwischen geht es noch ein bisschen besser voran, würde ich mal sagen. Wir treffen nun schon ein bisschen besser. Oh, was war das? Hat sich gerade angehört wie eine Schrotflinte. So ein bisschen. Ich bin ein bisschen ruhiger, weil ich nicht weiß, von wo die Feinde kommen. Ich soll ja nur so tun, als würde ich die Festung angreifen. Und ich mach's wirklich, ich glaub's nicht. Hohoho, ganz knapp geschafft, ey. Die ist wieder experimentell. Ich hab die mal gewechselt. Ich gehe mal ein bisschen langsamer voran. Man weiß ja nie, ne? Von daher. Das ist beendet. Zum Glück können wir nicht zielen. Ja, zum Glück können die Engländer nicht zielen. Wie geil. Warum gehen wir eigentlich weiter nach oben? Verdammter Flammenwerfer! Ist er down? Ist er down? Ist er down? Nein, er ist noch nicht down. Aber jetzt. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Das ist echt mies, aber egal. Du bist doch mies, Alter. Ich stehe direkt vor dir und du wirst eine Granate. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen schneller machen. Alter, wie mies! Die kommen alle aus ihren Löchern gekommen. Ich seh den gar nicht. Ja, wahrscheinlich schon alle Leute gesehen gehabt. Aber wenn man spielt, achtet man auf andere Dinge. Ein dämlicher Plan. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Nähe, Jack. Lange halte ich das nicht durch. Alter, was war denn das?
Wie mies ist das denn? Also ich frage mich ganz ehrlich, wie man die so schnell wegschießen soll. Alter Bischof, lauf noch langsam. Daneben geschossen, warum auch nicht? Und der Flammenwerfer ist auch direkt vor mir. Alter, wie mies ist der Flammenwerfer denn bitte? Ist er tot? Noch nicht. Ja, das war's für dich. Okay, die haben alle diese schöne Pistole. Okay, also, Bishop hat sein Leben geopfert, damit die anderen entkommen konnten. Das ist ein, ja, das war eine noble Geste, aber er hat dafür sein Leben verloren. Wie beschissen ist das denn bitte? Aber egal, es war für mich eine der besten Kampagnen bisher. Und nun gut, die Leute, ich würde mal sagen, wir spielen beim nächsten Mal entweder die Fliegerkampagne, also die hier, einflussreiche Freunde, oder nicht steht geschrieben, also die Sahara. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid, und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss!